Zu den altgedienten Museumsloks gehört 194-158. Sie ist in Privateigentum und regelmäßig im Plandienst vor Güterzügen unterwegs. Hier ist es ein Sonderzug, der abends in den Bahnhof Solingen-Ohlichs einfährt. Das jährliche Münsterner Brückenfest ist Anlass für die Fahrten. Im Hintergrund dampft die Bochumer 38-22-67. 194-158 gehört zu den letzten, die vor Kriegsende das AEG-Werk Hennigsdorf bei Berlin verließen. Im Januar 1945 wurde sie beim WW München in Dienst gestellt. Fast ihr gesamtes Lokomotivleben blieb diese E94 im Bayerischen. Als eine der letzten wird sie 1988 ausgemustert. Der Führerstand von 194-192. Diese E94 gehört zum Bestand des Bayerischen Eisenbahnmuseums Nördlingen. Ein Fotogüterzug bringt sie im Frühsommer 2005 auf die Strecke Garmisch-Partenkirchen-Mittenwald. Vor imposanter Kulisse müht sie sich Richtung Süden. Die Nördlinger E94 ist hier keineswegs fremd. Jahrzehntelang gehörten die Gleise zwischen München, Garmisch und Mittenwald zu den Stammstrecken.